Es geht sofort weiter. Die Jahre 2005 bis 2009 kommen jetzt. Habe ich einen schönen Film entdeckt, auf Netflix aktuell zu sehen, worüber diskutiert wird, ob eine Fortsetzung kommt nach so vielen Jahren. Ja, wie viele Jahre haben wir? 10? 15? 18 Jahre. Ja, vor 18 Jahren kam Teil 1 und Teil 2 soll demnächst rauskommen. Und zwar geht es um den Film Konstantin. Keanu Reeves ist aktuell sehr, sehr erfolgreich mit John Wick 4 in den Kinos unterwegs. Ich präsentiere euch mal ganz kurz Konstantin, eine Comic-Verfilmung der etwas düsteren Art. Keanu Reeves ist, glaube ich, der sympathischste Schauspieler der Welt. Sympathischste und beliebteste Schauspieler der Welt. Der zeigt nämlich nie auch nur ein Fünkchen von seinem Status. Ja? Dass er erfolgreich ist, reich und sowas. Sowas zeigt er gar nicht. Der Mann fährt U-Bahn. Ich finde ihn super, jeder findet ihn super. Und in Konstantin war er auch super. Konstantin ist generell ein sehr, sehr cooler Film mit einem schönen Cameo-Auftritt von Peter Stormare als der Teufel. Der hat mir ganz gut gefallen, muss ich gestehen. Aber an und für sich, toller Film. Tolle Comic-Verfilmung aus dem Jahre 2005. Wir sind im Jahre 2006 angelangt und da habe ich einen etwas schrägen Filmtipp entdeckt. Auf Disney Plus läuft aktuell The Fountain mit Hugh Jackman und Rachel Weisz. Ich will euch gar nicht zu viel vom Inhalt erzählen, denn so habe ich mir damals den Film angeguckt. Ohne Vorwissen, ohne mir einen Trailer anzuschauen, einfach eingeschaltet und angeguckt. Und den Tipp will ich euch auch geben. Der Film geht sehr ins Philosophische. Optisch kriegt ihr auch echt einiges zu sehen. Die Frage ist nur, ob man am Ende den Film verstanden hat. Und deswegen, das ist schon alleine der Grund, sich den Film anzuschauen. The Fountain, aktuell auf Disney Plus. Au, au, au! Na, das war ein kleiner Tipp, was jetzt kommt. Wir sind im Jahre 2007. Was gab's 2007? Ein Film, der die Leute ins Kino hat strömen lassen. Und zwar 300. Jared Butler, Michael Fassbender und noch ein paar andere Typen zeigen ihre Sixpacks, während sie so ein paar hässliche, fast schon Fantasy-mäßig aussehende Figuren aus Persien besiegen. Ja, die Optik der Perser, das war natürlich sehr beleidigend den Persern gegenüber, muss man schon sagen, ja. Und die Griechen in der Zeit haben sich gefreut. Ja, ich glaube, in der Zeit dachte jeder Grieche hat ein Sixpack. Nichtsdestotrotz, bildgewaltiger Film bis zur Ohnmacht. Ja, der ist wirklich bildgewaltig, die Action ist krass und zwischendurch auch mal sehr tabulos. Ja, ist ein brutaler Film, ist optisch ein wunderschöner Film und der macht einfach Spaß. Also 300, Kultfilm. Im Jahr 2008, ich habe diesmal sogar zwei Tipps für euch, weil die beide auf Disney Plus aktuell laufen. Ja? Nummer 1, 96 Hours mit Liam Neeson. Der alte Knacker wollte es damals nochmal wissen, ja, ob er noch schön ordentlich Actionfilme machen kann. Und mit 96 Hours hat er es bewiesen. Ja, ich meine, in 96 Hours 3 schon wieder nicht. Da wurde mir zu viel geschnitten, weil der Mann zu alt ist zum Rennen. Aber 96 Hours 1, starker, kompromissloser Actionfilm. Der überwiegend in Paris spielt. Geil. Und mein zweiter Tipp aus 2008, den darf ich nicht vernachlässigen, weil das ein sehr, sehr wichtiger Film ist aus heutiger Sicht. 2008 kam natürlich auch Iron Man raus. Robert Downey Jr. hat seine Karriere mal so richtig gerettet. Ja, so von da unten mit einem Film da oben gelandet, ja. Und dieses ganze MCU-Universum, das war ja in dem Sinne auch schon einmalig, in der Größe und der Form. Und Iron Man war eben der Anfang. Stark. Jon Favreau hat einen super Film da auf die Beine gestellt. Iron Man, der Anzug allein, sieht geil aus. Der sieht einfach nur geil aus. Bis zum heutigen Tag. Toller Film.
und deswegen darf ich den nicht vernachlässigen. Also, meine Tipps aus 2008 sind 96 Hours und Iron Man 1. Aus dem Jahre 2009 habe ich eine Komödie für euch. Die läuft sogar aktuell auf Amazon und Netflix gleichzeitig. Wovon rede ich? Hangover! Ja, ein Film, der dazu verleitet, dass sich jeder eigentlich gerne wegsaufen will. Und zwar sofort, während man den Film guckt. Der war damals wirklich lustig und den habe ich damals auch im Kino gesehen und der ganze Saal hat gekreischt und geschrien vor Lachen. Ich auch. Super geiles Trio hier in dem Film. Bradley Cooper hat mit dem Film, hat er so langsam angefangen, in die arige Hollywoods aufzusteigen. Und ich muss sagen, bis zum heutigen Tag, Hangover 1, einer der lustigsten Filme, die ich gesehen habe. So ihr Lieben, das war's. Meine 2000 bis 2009 Filmtipps und wo sie zu finden sind. Ja, ich werde das jetzt, glaube ich, so jedes halbe Jahr machen. Auch die 90er, das macht mir Spaß tatsächlich. Und ich verfalle in leicht nostalgischen Rausch. Ja, dann gehe ich direkt in den Keller, hole mein Klapphandy raus und versuche immer da zu rufen. Und im Internet mit ICQ zu chatten. Oh oh! Kennt das noch jemand? Nö, wahrscheinlich bin ich zu alt. Alles klar, ihr Lieben. Das war's von mir diesmal und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Bis bald.